Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Conan Exiles, meine lieben Freunde. Gemeinsam mit der lieben Julia und dem Eike bin ich hier am Start. Hallöchen. So, heute in der Folge, meine lieben Freunde, werden wir eine neue Schmelze bauen. Eine bessere Schmelze. Eine Schmelze, wie wir sie noch nie hatten, ja? Damit wir endlich dem Eisen an den Kragen gehen können. So, dafür brauchen wir nämlich den ganzen Stissel hier, Leute. So, und jetzt bin ich die hier schon mal am Herstellen. Und dann können wir schon mal hingehen. Können hier alles rausnehmen. So. Ja, das können wir erstmal pausieren hier, zack. Dann warten wir ganz kurz, bis die fertig ist, weil wir werden die wahrscheinlich hier in die Ecke stellen, Leute. Da werden wir dann das ganze Eisen dann immer drinne machen. Muss jetzt gleich erstmal nur gucken. Soll ich die abbauen hier? Nein, noch nicht. Noch nicht. Muss jetzt erstmal gucken vom Platz her, wie das ist. So. Okay, jetzt kannst du sie abbauen. Okay, dann gehen wir da weg, bitte. Ja. So. Und dann kommt der ganze Kram da nämlich rein wieder, Leute. Und dann lassen wir hier in der Schmelze unser ganzes Eisen herstellen. Da geht ja auch mehr als genug jetzt rein. Und die ist auch viel, viel schneller. Die macht viel schneller Eisenbarren, ja. Die ist da ein bisschen flotter unterwegs. So, zack. Packen wir das alles hier rüber. So, dann kriegen wir da nämlich jetzt ordentlich Eisenbarren raus. Und hier drüben haben wir Stahlbarren. Daraus wollte ich gehärtete Stahlbarren machen. Da müssen wir hier hinten gleich mal ganz kurz wieder ein bisschen was zum Brennen reinpacken in die eine Schmelze. So, hier werden noch Stahlbarren hergestellt, wie es aussieht. Hier haben wir sogar noch ein paar gehärtete. So. Packen wir das Eisen auch noch da rein. Wir müssen mal gucken, dass wir die ganzen Low-Sachen, die wir nicht mehr brauchen, wie die Dolche und so, ne? Dass wir das mal wegschmeißen hier. Oh, jetzt habe ich das alles rübergenommen. Hier zum Beispiel die Dinger, das brauchen wir nicht mehr. Eisenhackmesser, Eisenabhäuter, Eisenstreitkolben, Steinaxt, Steinschwert. Das brauchen wir ja alles gar nicht mehr. Ja, klar. Das nutzen wir überhaupt nicht. Sondern packen wir den Kram da rein. Na, dass wir die Kisten mal so ein bisschen sortieren, dass da jetzt mal ein bisschen Ordnung reinkommt. So. Okay, von denen brauchen wir jetzt auch nochmal 20 Stück, Leute. Hier, das ist übrigens meine Spitzhacke, die ich jetzt habe. Für die wollte ich jetzt noch was machen, damit ich uns noch schneller und ohne Probleme Eisen besorgen kann. Da wollte ich nämlich ein Verbesserungskit machen mit gehärtetem Stahlbarren, ja. Da werden wir jetzt nämlich eins herstellen von. So. Hier haben wir auch nochmal Stahlfeuer, das läuft hier gerade gut durch. Ja, und hier werden auf jeden Fall nochmal gerade Stahlbarren hergestellt. Da werden wir auf jeden Fall auch genug haben. So, dann warten wir ganz kurz, dass das Verbesserungskit fertig ist. Sehr geil. Dann kann ich nämlich die Stahlspitzhacke gleich nochmal verbessern. So, zack. Okay, dann gucken wir mal. Modifikation beschädigt Objekt nicht möglich. Oh, okay, das Objekt ist beschädigt, deswegen geht's nicht. Da müssen wir die jetzt mal eben reparieren, Leute. Ah, die braucht nochmal einen gehärteten Stahlbarren. Da müssen wir mal kurz gucken, ob wir da noch welche haben. Hier werden ja welche hergestellt gerade. Ja. Zack, für die Reparatur braucht man die halt. Die sind richtig, richtig teuer, die Sachen, ey. Ja, das stimmt. Boah, die hat jetzt vier Stahlbarren hat die genommen für das bisschen, Leute. So, jetzt ist sie auf jeden Fall verbessert. Gesundheitsschaden 18, die scheint auf jeden Fall jetzt nochmal mehr abzubauen. Keine Ahnung, das werden wir gleich mal testen, Leute. Da werden wir jetzt nochmal ein bisschen Eisen holen. Der Eike steht da rum, keine Ahnung, was der macht. Ich guck gerade nach meinen Talenten, was ich da noch lernen kann. Ah, okay. Was Sinn macht, genau. Ja, ich muss gleich noch was trinken gehen. Ich weiß nicht, wieso ich dauerhaft diese Blutflecken habe, Leute. Keine Ahnung, ob das an der Hitze oder so liegt hier im Spiel, ja. Ich kriege die da oben einfach nicht weg. Boah, die holt jetzt mit einem Schlag 30 Eisen raus. Wow.
Also die geht gut ab jetzt, die gehärtete Stahlspitzhacke. Also wenn wir Eisen brauchen, sagt er mir einfach Bescheid, dann oder ich leg die immer unten rein, dann nimmt die eine dafür. Die nehmen wir wirklich zum Eisenholen immer. Dafür eignet die sich echt am besten. Mit der sollten wir auch, wenn wir dann später das Sternmetall abbauen, sollten wir machen. Naja, klar. So. Zack. Jetzt habe ich nochmal knapp 600 Eisen. Also Eisen werden wir auf jeden Fall jede Menge haben. Wir müssen nur gucken, dass wir immer genügend Teer haben, ne, um Stahlfeuer herzustellen. Ist ganz wichtig. So. Ja, so 1000 Eisen kann ich tragen, Leute. Keine Sorge. So, dann schmeißen wir nämlich die Steine weg. Dann können wir wieder zurücklaufen. Also für das bisschen, was da jetzt weg ist, haben wir auf jeden Fall mehr als genug Eisen bekommen. Daraus könnten wir jetzt, das sind jetzt 1000 Eisendinger, könnten wir 500 Eisenbarren machen. Das wären 100 Stahlbarren und das wären dann 50 gehärtete Stahlbarren. Das heißt, mit einem bisschen können wir 50 gehärtete Stahlbarren schon mal herstellen. Das ist richtig gut, also die lohnt sich auf jeden Fall, die Spitzhacke. Jetzt bringen wir das erstmal eben schnell zurück, alles hier. Zack, 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 zack. Hauen wir nämlich dann in die Schmelze rein hier. So, und die hat nämlich schon fleißig hier was hergestellt. Ich habe auch das Gefühl, dass das Holz dort drinnen länger brennt und alles. Dann räumen wir das hier rüber. Und mal gucken, haben wir hier oben noch Holz drinnen? Boah, das dauert auch richtig lange, ne, bis hier oben Holz produziert ist. Ja, ich habe gerade rausgenommen, ne. Ah, okay, wo hast du das reingelegt? In den Tiegel da. Meinst du hier bei dem Schmelz, bei der Feuerschale? Ja, genau. Okay, das war aber auch nicht so viel, ne. Dann gehe ich nochmal los, dann hole ich nochmal ein bisschen Kohle. Ich glaube, Kohle wäre jetzt auch nicht verkehrt. Hole ich jetzt nochmal einen Batzen Kohle. Welches Level bin ich eigentlich mittlerweile? 55, fast 56, okay. So. Werde ja da hinten genug Kohle, denke ich mal, rauskriegen aus den paar Dingern. Oh, danach muss ich auf jeden Fall runter und muss was zu trinken mir holen. Laufe ich da jetzt nämlich hin. Tam, 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 tam. Eisen ist auch schon wieder respawned, ey. Ja, das geht schnell. Hm. Ja, ich bin mal gespannt, wenn ich die gehärteten Stahldolche habe, wie viel Schaden ich dann mache. Ich würde mal sagen, dann nächste Folge werde ich mal versuchen, wegen dem Krokodil das mal testen. So. Ja, ich habe jetzt schon fast 3 Stacks Kohle, ey. Das ist schon echt gut. Also mit der Spitzhacke lohnt sich das auf jeden Fall. Weil die Kohle ist ja genauso gut, glaube ich, wie das getrocknete Holz, hatten mir die Leute geschrieben. Ja, okay. Zack. So, dann holen wir uns jetzt hier noch die Kohle. Säcke. So. Die haben auf jeden Fall keine Chance. Sondern bauen wir das jetzt hier weiter ab. Toll, da habe ich nur Stein fast rausbekommen. Das hat sich jetzt nicht so gelohnt.
Ah, wir haben ja aber noch Kohle. Bisschen was ist dann doch noch da. So. Schmeißen wir die Steine weg, Leute. Die müssen wir nicht mitschleppen. Mal lieber noch mal ein bisschen Kohle für mitnehmen. So. Ja, da unten ist auch noch mal Kohle wieder jetzt da. Dann holen wir da unten noch die Kohle und dann muss ich die schnell ins Lager bringen und dann muss ich mir Trinken holen. Sonst gehe ich gleich drauf, weil ich verdurste. Ja, ich habe jetzt gleich knapp 1000 Kohle. Sollte ja reichen erstmal. Okay. 1000 Kohle, da sollten wir auf jeden Fall lange genug mit hinkommen. Mach mich jetzt auf den Weg zu euch. Müssen auch mal gucken, dass wir demnächst einmal in das Schneegebiet gehen. Ich weiß nicht, welches Level bist du jetzt, Eike, mittlerweile? Level 29. 29 und du, Schatz? Wo sehe ich das? Im Inventar links oben. 41. Okay, 41. Ja, meine Kehle ist völlig ausgetrocknet. Ey, ich muss unbedingt was trinken jetzt. Schnell ins Lager damit. So. Zack. Packe ich da auch noch mal die 100 rein. So, und dann tue ich die Kohle mal hier drüben so lange rein. Kristall. So, und dann mache ich mich mal eben schnell auf den Weg nach da unten. Muss jetzt trinken. Jetzt habe ich nämlich bald ein Problem. Ja, ich sag mal, wir sollten gucken, dass wir mit dem gehärteten Stahl jedem von uns Waffen machen. Weil die werden natürlich dementsprechend stark sein, dass wir die auch noch aufwerten und so. Und ja, spätestens da wäre ich auch dafür. Und spätestens dann können wir uns auf den Weg machen. Wir können ja auch gucken, ob es noch irgendwelche Dungeons gibt, die wir vorher machen können vielleicht. Wir sollten mal gucken, ob es irgendwie bessere Rüstungen gibt oder so, die wir uns machen können. Weil ich glaube, dass die Rüstung, die wir anhaben, noch viel zu schwach ist im Moment. Ja, das Problem ist, dass die Rüstungen auch immer schwerer werden, ne? Und das ist die Sache. Du bist halt Dolchkämpfer, du dürftest eigentlich gar nicht so eine schwere Rüstung tragen. Ja, ja. Ich muss eigentlich eine andere nehmen, das weiß ich. Da muss ich mal gucken. Ich wollte mir diese Dafari-Rüstung machen, die soll sehr gut sein für Dolchkämpfer. Aber da hast du halt einfach so gut wie gar keinen Rüstungswert mit. Ich habe jetzt noch Haut geholt, ne? Ich hau das jetzt rein, dass wir wieder Teer bekommen. Mhm. So, ich komme jetzt erstmal wieder hoch. Dann werde ich mal gucken, ob ich mir vielleicht gleich noch die Dolch gemacht kriege. Damit wir die schon mal haben. Ja, wir müssen sowieso gucken. Sobald wir die Bosse schaffen zu legen, sollten wir die auch farmen gehen, die ganzen Bosse. Auch die Spinne und so müssen wir dann besiegen. Wir sollten eigentlich einen machen, der richtig tanky ist mit Schwert und Schild. Na, das kann der Eike machen. Ja, wenn Eike das schafft, sowas zu machen, also zu spielen und Bock hat. Keine Ahnung, ist mir egal, ja. Also wir sollten auf jeden Fall einen sollten wir Tanky machen, der so richtig viel aushält, weil dann kannst du dich mit der Spinne anlegen, pulst die auf dich, weißt du, und wir können immer dran gehen, machen Schaden und wenn die sich zu uns dreht, gehen wir wieder weg. Mhm. Weil dann kriegen wir die am besten gelegt, denke ich mal. Oder zumindest am einfachsten. Und dann müssen wir dir so eine richtig dicke Rüstung zusammenschustern. Da musst du auch sehr viel in Gewicht investieren, ne? Und Leben. Ah, hier gibt's aber auch noch diese chemetische Gamaschen und sowas. Müssen wir mal gucken. Habt ihr das gerade wieder angemacht, hier die Stahlproduktion?
Ja. Okay. Ja, ich guck mal ganz kurz wegen den Rüstungen, Leute. Da schauen wir mal unter Talente. Rüstungen. Ah, okay, das sind die, die man freischalten kann hier unten anscheinend. Epische Exilobjekte. Ja, es gibt diese Reptilienlederrüstung da. Sklaventreiber-Set. Boah, das ist heftig. Barbarenrüstung. Ja, ja, da sollten wir diese hyborianische Sklaventreiber-Ding machen für Eike. Das unepische Set davon. Quasi. So, ich guck mal eben ganz kurz wegen dem Dafari-Zeug, Leute. Weil das sollte ich mir eigentlich herstellen. Dafür brauchen wir Leder, Knochen, Reißzahn, leichtes Handschuhfutter. Muss ich mal eben ganz kurz gucken. Leichtes Handschuhfutter da. Haben wir noch Tierhaut, normale? Ja, eine Gerberei. Ich nehme mal 100 raus, ja? Ja. So, dann brauche ich die hier. Haufenweise Knochen brauche ich. So. Zwirn haben wir ja einiges drinne. So. Ja, leichtes Handschuhfutter. Brauche ich 2 Stück dafür. Dann kann ich das herstellen. Dafür brauche ich auch nur das leichte Ding. Dafür auch. Dafür die leichte Brust. Und dafür, okay. Ja, okay, das müsste ich eigentlich easy hinbekommen, das Set, Leute. Dann könnten wir das nämlich heute schon mal uns machen. Dann kann ich das anziehen. Zack. Leichte Helmpolsterung. Und dann brauche ich noch leichte Brustpolsterung. Wo haben wir die denn? Müssen wir mal hier schauen, Leute. Die muss ja hier irgendwo bei sein. Soll ich gehärteten Stahl weitermachen, oder? Kannst du weitermachen, ja. Ich guck gerade nur. Ist denn diese... Ich gebe das mal oben ein. Leichte. Hm? Ansonsten gebe ich einfach nur mal Brust ein. Brust. Oh, Moment. Obwohl, ich kann das ja anders suchen, Leute. Wir gehen jetzt einfach hier. So. Leichte Brustpolsterung. Leichte. Da haben wir sie doch. Leichte Brustpolsterung. So, stellen wir uns eine von her. So. Dann können wir einmal das machen. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Und danach machen wir dann noch einmal das da. So. Perfekt. Sehr schön. Das sollte auf jeden Fall reichen. Ja, dann haben wir hier noch gehärteten Stahl. Genau. Den brauche ich nämlich dann auch gleich. Ich brauche jetzt noch 4 Stück davon. Die wären wichtig. Eike, hast du schon eine Rüstung an überhaupt? Ja, ne? Ich hab eine Rüstung an, ja. So eine mittlere hattest du, ne? Ja, genau. So. Na, ich pack mal meine so lange in die Werkbank. Mit der werde ich jetzt erstmal nicht mehr viel anfangen können. Weil ich ziehe jetzt das Dafari-Set an. Das soll nämlich besser sein für meinen. Vielleicht. Ja, ich habe damit halt wahrscheinlich, denke ich, einen viel geringeren Ausdauerverbrauch und so. Und bin damit wahrscheinlich wendiger. Mal gleich testen. Ja, ich glaube, wenn ich so eine Rolle mache, verbrauche ich weniger Ausdauer. So.
Okay. Jetzt kommt noch ein gehärteter Stahl. Dann können wir den Dolch noch zum Abschluss craften, Leute. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal gucken, ob wir uns mal mit dem Krokodil anlegen. Nur ich weiß halt nicht, wie viel Schaden ich kriege, wenn ich jetzt nur diese Rüstung anhabe. Ne? Da wird das schon, denke ich mal, ordentlich reinhauen. So, da stellen wir uns jetzt die Dolche her. Meine alten Dolche können wir jetzt nehmen und können die eigentlich hier dann reinpacken. Die haben ihre Dienste erwiesen, Leute. Können wir die hier so reinhängen. Richtig cool, dann hängen die hier so an der Wand nämlich. Das sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice aus. Und da würde ich jetzt sagen, ich fange schon mal an, mich zu verabschieden. Hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Falls ja, könnt ihr natürlich gerne eine positive Bewertung dalassen. Genauso auch Feedback in den Kommentaren. Und vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr in Zukunft keine Conan Exiles Folge mehr verpassen wollt. Und ja, dann werden wir uns jetzt zum Abschluss noch die Dolche angucken. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal schauen, Leute, dass wir das Krokodil nochmal angreifen zu dritt. Bisher haben wir das ja nur zu zweit gemacht, immer Eike und ich. Okay, ja, ich habe das alleine schon mal angegriffen. Ja, gut, aber ich denke nicht, dass wir das, also dass ich das alleine schaffen würde. Ich weiß nicht, wie viel Schaden der jetzt gleich macht, ne? Müssen wir dann in der nächsten Folge mal testen. So, die Dolche sind jetzt fertig, Leute. Und da sind sie. Alter, sehen die geil aus. Ist das dein komplettes Set oder was? Ja, das ist das komplette Set. Alles klar. Okay, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen.